Ja, liebe Freunde, danke fürs wieder dabei sein mit Schalke. Heute mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den HSV. Interessantes Duell, das da auf uns wartet, direkt nach dem Transferschluss. Da sind wir jetzt nämlich. Das heißt für uns, dass wir jetzt unsere gute Form aus der Bundesliga hier übernehmen wollen. Wir haben zwar das erste Duell im Januar mit 1-0 gegen Freiburg verloren, aber seitdem Düsseldorf, Augsburg und Union geschlagen. Das heißt jetzt HSV und dann Köln. Das Schöne ist, wir haben bis auf diese DFB-Pokal-Begegnung hier keine englische Wochen. Das heißt, dass unser vermeintlich kleinerer Kader wahrscheinlich ausreichen wird hier. Wir haben noch einen verletzten Ouedraogo, sonst sind alle fit. Die jungen Talente Tille und Jakubovic haben wir mit auf mit dem Kader, aber zumindest nur auf der Tribüne. Ja, und ein bisschen wechseln tun wir, weil es ja, wie gesagt, englische Woche ist, also Gusto und Ezeque im Rücken rein, genauso wie die Neuverpflichtung Rocco Reitz, den wir für die Breite geholt haben, und Kenan Yildiz. Der wird natürlich super interessant. Der kommt jetzt gleich mal für Wollemark in die Partie, der eh nicht so gut performt. Und dann schauen wir mal, ob der vielleicht heute schon ein bisschen was zeigen kann. Oder, ja, ob der noch Zeit braucht, wovon ich eher ausgehe. Aber schauen wir mal, das ist der HSV. Unter Tim Walter in dem Fall. Und so, jetzt wollen wir mal schauen, wie gut wir das unsere Form da jetzt drüber retten. Mörstedt ist jetzt auch mal auf der Bank. Wie gesagt, ein bisschen rotieren muss ich. Aber das wird schon. So, rechtzeitig pausieren können wir wieder vom Niesen. Boah. Ich sollte mir auch irgendwie einfach eine Mute-Taste da hinlegen. Wäre wahrscheinlich klüger. So, Polster gleich mal mit der ersten Offensivaktion hier. Ecke, dann kriegen sie sie geklärt. Schade. Noah Weishaupt übrigens, für den es jetzt so lala läuft beim HSV. Ich glaube, ein Tor und ein Assist bisher, was ich so gesehen habe, der ist heute in der Partie. Husein Basic mit dem guten Ballgewinn und jetzt der Konter über Polster. Sehr auffällig heute schon mal. Husein Basic und da ist das 1:0. Nach ja gut, zwei gespielten Minuten gehen wir hier schon in Führung und das war eine nette Aktion, die Husein Basic mit seinem Ballgewinn selbst eingeleitet hat und dann sehen wir hier, wie Polster ihm den dann zurückspielt und Husein Basic macht das nicht schlecht. Der Abschluss war, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gut, also da haben wir Glück, dass der Torhüter da nicht ganz so gut aussieht. So, Ezequem, den wir wahrscheinlich im Sommer dann ersetzen werden, weil da auch die Qualität jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ausreicht, vor allem wenn wir es nächstes Jahr schaffen sollten, international zu spielen. Da ist er definitiv dann nicht mehr gut genug, würde ich mal sagen. Einer der wenigen Positionen, wo wir wirklich noch was brauchen. Rechts hinten müssen wir dann schauen, weil Gustos Leihvertrag ja ausläuft. Der hat bisher eigentlich absolut noch nichts gezeigt, um irgendwie für eine fixe Verpflichtung zu empfehlen. Deswegen wird es auch hier wohl eher ein neuer Mann werden. Polster! Nach Vorlage von Ezequem. Jetzt haben wir also tatsächlich Husein Basic mit dem ersten Tor, der eigentlich auch kein Stammspieler ist, nach Vorlage von Polster. Und jetzt trifft Polster nach Vorlage von Ezequem. Also die Spieler, die ich da rein rotiert habe, die zeigen in den ersten Minuten ordentlich auf, wie Polster sich da durchsetzt. Also das ist schon ja, Respekt, muss man sagen. Kopfballtechnik 10. Gusto schon wieder angeschlagen. Mal wieder. Oh, Weishaupt auch verletzt. Immer nur hoffen, dass es da nichts Schlimmes ist. Ich hoffe, dass sich Weishaupt vielleicht noch vom Markt wird, der ein bisschen nach oben entwickelt. Dass wir den im Sommer dann vielleicht gewinnbringend verkaufen könnten. Das wäre natürlich optimal. Ui, da haben wir gepennt. 1:2. Aber das war defensiv richtig schlecht. Da sehen wir auch unten den Kommentar. Das dürfte wohl Solés Fehler gewesen sein. Wir sehen hier, dass Solé eigentlich noch recht gut steht. Und jetzt passiert das hier. Schaut mal diesen Raum hier an. Matriciani übrigens, der hier verlängert. Und schaut, wo Solé steht. Der muss eigentlich genau hier stehen, damit er dann einfach den einen Schritt zum Ball machen kann und ihn klären kann. Also Solé steht da wahnsinnig schlecht. Das Ding geht auf seine Kappe. Und damit der HSV mit dem Anschlusstreffer. Ezequem mit einer gelben Karte. Der muss natürlich aufpassen. So, Rocco Reitz fängt ihn gut ab. Husein Basic. Reitz hat ja überhaupt keine Spielpraxis. Genauso wie Kenan Yildiz eigentlich auch nicht. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen Geduld haben. Aber über links geht heute einiges. Also Ezequem präsentiert sich ordentlich. Yildiz mit der Ecke. Ja, Yildiz mit seinem ersten Assist. Solé mit dem 3-1. Ausgezeichnet, Leute. Nach 30 Minuten also
die 3:1-Führung, den 2-Tore-Abstand wiederhergestellt. Das sieht der Torwart aber auch nicht so ganz gut aus. Hussein Basic, guter Ballgewinn. Dann geht sofort in die Tiefe. Haider macht es richtig gut. Und das war jetzt eine super Parade von Heuer Fernandes. Den hat er schön aus dem Eck gezogen. Ecke Bischof 32. Nochmal Bischof. Ezequem. Rösten. Und Rocco Reitz. Boah, der war gar nicht schlecht. Da war der Zeuter ein bisschen zu weit draußen und Rocco Reitz hat es versucht. Wo haben wir ihn? Weitschüsse 10, Abschluss 8. Aber der war echt gar nicht schlecht. Reitz generell mit einer 6,9. Das ist absolut ordentlich. Dafür, dass der überhaupt keine Spielpraxis hat. Super Pass von Bischof auf Ezequem. Wieder Hussein Basic. Schuss geblockt von Königsdörfer. Ecke Bischof. Den bekommt Yildiz, der hat eine 7,1. Da dürfen wir ihn jetzt nur nicht verlieren. Ezequem. Oh, der war schlecht. Missverständnis da. Er hat beziehungsweise den blind links rausgepasst. 45. Freistoß Yildiz. Und da wird der Torhüter ganz souverän zur Ecke. Den man vielleicht auch ein bisschen festhalten können, aber passt schon. Gut, 3-1. Wir hatten viele Schüsse aufs Tor, daher bin ich zufrieden. Wie schaut es denn mit der Müdigkeit aus? Hussein Basic ist ein Thema, natürlich auch Gusteau. Der wird von seiner Verletzung behindert, deswegen wollen wir Van der Bremt bringen. Ja, Polster, Hussein Basic und Bischof sind müde. Doyle könnte man gut auf die 6 bringen, Pellegrino könnte man gut auf die 6 bringen. Das mache ich vielleicht mal zuerst zur Pause, weil Pellegrino möchte ich auf dieser Position ja auch ein bisschen ranbringen. Rocco Reitz würde da genauso funktionieren, Hussein Basic würde da funktionieren. Deswegen wollte ich ja auch im Endeffekt keinen Sechser mehr holen jetzt in der Winterpause. Zum einen, wir haben einfach diese hohe Belastung jetzt nicht mehr. Wie schon gesagt, bis auf die Pokalpartien haben wir keine englischen Wochen. Und zum anderen, ja, es können einfach genug Jungs bei uns. Deswegen ist das auch einfach gar nicht notwendig. Wahrscheinlich könnte man auch Solé zum Beispiel auf die 6 schieben oder so. Polster, Haider. Super Pass, Yildiz ist durch, vernascht Matriciani, Yildiz. Eieiei, der Abschluss war nicht gut, das ist ein starker, ja, starker Fuß. Urbik fängt den weiten Einwurf ab. Dann nochmal wieder Ezequem, 7,8. Rocco Reitz dreht sich gut ein, Hussein Basic mit der Spielverlagerung schön gelöst. Van der Bremt rechts auf Polster. Wieder Van der Bremt und Van der Bremt macht es nach Vorlage von Polster. Also Polster mit einer überragenden Partie heute wieder. Da sieht man schon, dass wir eigentlich 3 Stürmer haben, die absolut Stammspieler sein können bei uns. Da sehen wir den Pass in die Tiefe, Polster. Und dann Van der Bremt mit dem starken Abschluss. 4-1 gegen den HSV, also damit sieht so aus, als würde das wohl reichen, um ins Halbfinale einzuziehen. Würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn da noch was passiert. Aber wir wollen es natürlich nicht verschreien. Auf Van der Bremt mit dem Pass in die Tiefe auf Polster. Der setzt sich gegen Matriciani durch und der geht an die Latte. Ah, sogar der Torwart noch dran gewesen, gibt den Einwurf für uns, aber wird nichts draus. Jetzt Ecke Yildiz, 58. Minute. Leberkopf. Kaya könnte man heute noch bringen, auf jeden Fall. Muss ich nur kurz schauen, ich habe bisher 2 Wechsel gemacht, der Pellegrino und Van der Bremt passt, weil dann bringe ich Ferninho, glaube ich, und dann werden wir auch Kaya bringen. Königsdörfer, und da haben wir Glück, dass der so drüber geht. So, wir wechseln. Wir haben noch 3 Wechsel. Polster tauscht mit Ferninho. Wenn wir auch die beiden Positionen tauschen, dann bringen wir den Kaya für Hussein Basic. Der ist anscheinend recht müde. Und Kaya möchte ich ja sowieso links auf der 8 ein bisschen näher ranbringen an die Mannschaft.
Daher passt das vielleicht gar nicht so schlecht. Sehr ruhiger Spielaufbau hier. HSV attackiert noch nicht so richtig. Dafür hier leider ein kleines Missverständnis mit Ezequem und Fernino. Mir kommt vor, dass diese Missverständnisse immer häufiger passieren bei Spielern, die jetzt nicht so viel spielen oder die nicht viel Spielpraxis haben. Kann man gut vorstellen, dass das der FM irgendwie so mit einberechnet hat. Dass einfach Leute wie Ezequem und Fernino, die wahrscheinlich so zum ersten Mal zusammenspielen, dass es da dann einfach nicht passt in gewissen Entscheidungen einfach, dass sie da andere Dinge tun. Ja. Fernino, super Tackling, Yildiz, schade. Dachte, wollte gerade sagen auf Reiz, aber der hat gar nicht weitergespielt. Van der Bremt. Und da ist Rocco Reitz. Also Reitz heute mit einer 6,9, das ist ein starkes Debüt. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so viele Spiele machen bei uns, aber Preis-Leistung passt sicher. Matriciani kommt da viel zu leicht durch, gegen zwei nämlich. Also das haben wir ihm ordentlich geschenkt. Da hat man jetzt wieder ein bisschen die Defensivschwächen von Ezequem gesehen. Doch, habe ich nicht noch einen Wechsel? Was machen wir noch? Harder ist müde. Wir könnten Mörstedt vorne bringen. Ja. Warum nicht? Fast ein bisschen heftig, unseren besten Torschützen da zum Schluss nochmal reinzubringen, aber das passt schon. Da haben wir Mörstedt schon, der auf Fernino abspielt und er trifft den Pfosten. Van der Bremt, Fernandes. Super Parade jetzt. 87. Minute, Kenan Yildiz mit der Ecke. Ole, Kaya, wieder Yildiz. An die Latte. Ah, irgendwie will es nicht klappen, aber wenn man die ganzen Aluminiumtreffer da auch noch dazu rechnet, dann ist es ja ein wirklich heftiges Spiel gewesen heute. Ah, auch hier wieder die Abstimmung nicht optimal zwischen Sole und Fernino. Aber so allgemein kann man sagen, hat sich heute eigentlich jeder ganz gut gemacht. Ich meine, Kaya, also die eingewechselten Spieler, da hat man jetzt nicht so viel gesehen, aber alle anderen, die ich sonst so reinrotiert habe, waren richtig gut unterwegs. Den hätten wir auch im Spiel halten können, aber gut. Der HSV ordentlich müde, also bei uns hat sich die Rotation wieder ausgezahlt. Ezequem, schade, Matriciani hat den noch irgendwie abgefälscht. Yildiz hat auch durchgespielt heute, 7,2. Mit einem Assist heute. Also das war eine super Partie und damit ziehen wir ins DFB-Pokal-Halbfinale ein. Die Bayern unter anderem auch. Gusto verletzt, 1 bis 3 Tage, Yildiz mit dem Debüt. Wir erhalten 1,43 Millionen. Polster, 2 Assists, 1 Treffer, richtig stark. Der halbwegs zufrieden mit der Spielzeit. Ja, geht eigentlich. Passt. Ausgezeichnet. Sind wir zufrieden, Leute. Wenn wir die Partie gegen die Kölner noch machen. 13. in der Tabelle aktuell. Da haben wir das zweite Halbfinale gerade gesehen. Augsburg, Kaiserslautern, so ist es. Augsburg zieht ein. Halbfinale, das zweite Viertelfinale oder dritte eigentlich, weil die Bayern haben wir auch schon gesehen. Mal schauen, wer dann noch unter anderem hier. Flamengo mit dem Angebot für Vitao, super Innenverteidiger. Und Liverpool wird sich Zaire Emery holen. Ja, das war für uns nicht realisierbar. Nach 25 Spielen verdient er dort 15 Millionen. Er verdreifacht sein Gehalt fast, wenn er 25 Spiele gemacht hat. Finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber gut, müssen Sie wissen. Das ist nicht not my cup of tea, sagt man so schön. In England, glaube ich. Ja, zumindest logisch. U19, Jakubovic-Tille, das passt. Mentoring-Gruppe benötigt Aufmerksamkeit. Brauchen wir gleich hier automatisch zuweisen. HSV gegen Wolfsburg. Achso, nee, doch nicht. Dachte gerade, dass das die fehlende Partie noch ist. So. Jetzt trainiert Ezequem nicht optimal, aber das ist okay soweit. Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen den HSV, also bei denen läuft es jetzt gerade auch nicht so ganz
Ah, die Hertha ist noch dabei. Wir kriegen sicher die Bayern, brauchen wir gar nicht anschauen. Augsburg. Okay, cool. Dass die Chance ins DFB-Pokalfinale einzuziehen, die ist schon recht groß. Finde ich cool. Thiele verletzt. Handgelenksfraktur. Den schicken wir zum Spezialisten, weil es ein gutes Talent ist, den wir da geholt haben. Schade. Bei der U19. 4-0 gewonnen, obwohl wir keinen Torhüter mehr haben. Der Ouedraogo dürfte jetzt endlich wieder fit sein. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal, wen wir hier. Also, wir werden hier wieder zurückrotieren zu Calafiori und Van der Bremt. Wir werden natürlich wieder Doyle spielen lassen. Wir werden wieder Mørsted spielen lassen, auch wenn Polster super war. Und jetzt müssen wir noch schauen, wen wir da noch mitnehmen. Ouedraogo, da werde ich vielleicht einfach. Ich werde Ferninho rausrotieren. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Wir bringen Ouedraogo wieder rein. Also heftige Aufstellung eigentlich, muss man schon sagen. Yildiz bleibt jetzt mal auf der 10. Den habe ich jetzt nämlich ganz vergessen. Aber der braucht eh die Spielpraxis. So, gegen Yogi Löws Kölner. Brauchen wir natürlich einen Sieg, um die Chance auf die Quali für Champions League zu verbessern. Sind wir mal gespannt. Rösten. Ole. Wieso spielt er den nicht raus? Stattdessen wird es da so ein riskantes Rumgeeiere. Rüchtel im Tor der Kölner. Dortmund führt in der ersten Minute bereits wieder gegen die Hertha. So. Guter Antritt, aber Van der Bremt mit dem starken Tackling. Jetzt sind sie aber nach wie vor im Ballbesitz. 7 Minuten gespielt. Ljubicic wird von Yildiz verfolgt, zieht aber nach innen. Den kriegen wir noch irgendwie geklärt. Groß. Thielmann und das ist zum Glück ungefährlich. Ja, Pascal Groß hat noch immer mental und technisch sensationelle Werte. Körperlich ist er, puh. Kaum vorhanden, aber auf der Position passt es halt trotzdem noch. Yildiz mit einer gelben Karte. Den werden wir dann, glaube ich, in der Pause durch Wallemarker setzen. Das ist halt schon cool, dass wir auf der 10 jetzt so gut wechseln können. Union gegen Augsburg. So, Aaronson. Tatsächlich finden wir gar nicht ins Spiel. Der ist super gespielt. War das Abseits? Ja. Aber richtig gut gespielt. Ouedraogo schon müde. Ja, weil man nicht aufs Tor schießen wird, schwierig. So irgendwas würde ich ganz gerne sagen. Wir haben bei weitem nicht genügend Schüsse abgegeben. Das ist enttäuschend. Wallemark für Yildiz rein und wir machen mal weiter. Könnte man heute auch Polster vorne bringen für Harder vielleicht. Mal dahin mal probieren, ob der seine gute Form vielleicht auch als Joker hier in der Bundesliga zeigen kann. Van der Bremt auf Wallemark. Doyle super gemacht, aber nicht zwingend genug. Dann kriegen sie sehr leicht verteidigt. Ja, komplett ausgeglichene Partie. Wir haben ja auch sehr ähnliche Taktik. Und wir tun uns wirklich schwer. Frage mich, ob da in so einer Partie es nicht klug wäre, einen Formationswechsel in Betracht zu ziehen. Die haben da gar keine Probleme, ja. Da ist die Führung der Kölner, geht so auch in Ordnung. Ich werde jetzt tatsächlich einen Positionswechsel in Betracht ziehen. Wollemack soll nach innen ziehen. Problem ist, dass wir dafür jetzt eigentlich nicht genügend Flügelspieler haben. Könnten nur schauen, dass. Max Mørsted kann rechts außen spielen, auch spannend. Könnten Polster nach innen ziehen spielen lassen für Harder. Machen wir auf Attack und dann bringen wir. Soll ich noch? Na, lassen wir es mal so. Schauen wir mal, ob wir mit dem 4-3-3, mit dem eher klassischen 4-3-3
jetzt vielleicht bessere Chancen haben. Weil wir kommen mit der Formation gar nicht in die Zweikämpfe und auch offensiv nicht ins Spiel. Hier sieht man, dass wir halt überall zu weit wegstehen. Mal schauen. Schade. Weiter geht's. Na, wenig Anspielstationen hier, alle gehen in die Tiefe. Das ist, wenn du sehr viele Leute auf Attack hast und niemanden auf Support, dann gehen die halt alle so weit nach vor, dass sie halt auf den Pass in die Tiefe warten und niemand so richtig Anspielstation ist. Polster und Mörstadt. 62. Minute. Der Freistoß groß, kein Problem für Urbik. Nächste Chance, wieder Freistoß für die Kölner. Kriegen wir fürs erste Mal geklärt. Über die Flügel wirken wir jetzt eigentlich ein bisschen stabiler. Merkt man, oder? 2-0. Katastrophale Partie. Jetzt werden wir mal laut werden. Bin richtig sauer. Wir werden jetzt weiter wechseln. Wir haben noch drei Wechsel und ich mache jetzt ehrlich gesagt auch alle drei. Ich bringe Gusto, bringe Kaya. Und Calafiori ist halt auch eine komplette Katastrophe. Ja, ich werde Calafiori auch noch rausnehmen. Nachdem Ezequim eh so offensiv stark war zuletzt. Aber schaut mal, was wir da für Probleme haben. Also so kenne ich meine Mannschaft gar nicht. Chancenlos gegen Köln. Sollte echt nicht passieren. Ich will jetzt nicht abwertend über die Kölner reden, ganz und gar nicht, aber mittlerweile sollten wir solche Spiele dann trotzdem gewinnen können. Wir sind ja absolut, wirklich absolut chancenlos hier in der Partie. Freistoß Wollemark, Mauerblock zur Ecke. 79. Doyle. Kaya legt ab, Wollemark. Gut, wechseln kann ich eh nicht mehr. Er schreit fast nach Straftraining morgen. Aber so krass wollen wir mit den Jungs jetzt auch nicht ins Gericht gehen, glaube ich. Super Leistung der Kölner auf jeden Fall, wirklich stark. Und da sieht man halt schon, dass uns dann zum absoluten Top-Team halt einfach nur was fehlt. Die Konstanz dann, dass man solche Spiele halt nicht zulässt. Ja. 0-2. Bin alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Wie gesagt, kein Straftraining jetzt. Wir haben gerade englische Woche gehabt. Ich werde es jetzt nicht überfordern, aber ja, hoffen wir mal, dass das ein einmaliger Ausrutscher jetzt ist. Auf jeden Fall wollen wir das nicht sehen. Das Positive ist, zumindest Dortmund und Leipzig haben auch nicht voll angeschrieben. Einzig die Bayern haben gewonnen. Aber gut. So, wir haben jetzt 5 Einsätze noch, da müssen wir 1 Million zahlen an wegen Kader. Der Rosenborg hat auch nochmal 58.000 erhalten. Dafür haben wir für den Jäckel-Transfer 1,2 Millionen erhalten. Also so gesehen sind wir jetzt für den Moment mal ganz gut ausgestiegen aus der Sache. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir im nächsten Part, in den nächsten Spielen, da eine Antwort auch zeigen können. Gegen die Eintracht und wen haben wir dann noch? Den HSV wieder. Okay, ja gut.
Also die Eintracht in dem Safe sowieso jetzt nicht so stark. Und der HSV scheint uns ja generell zu liegen. Leverkusen gewinnt, das ist für uns schlecht. Das heißt, die schließen jetzt auf. Also ich glaube, mit dem Champions League Quali wird es eher nichts, wäre so mein Gefühl. So, Veličković war gut unterwegs für die zweite Liga. Sonst hat er sich eigentlich hier bisher noch nicht so richtig ausgezeichnet. Und erstes Saisontor für Siebert in Belgien. Den haben wir in der Winterpause dahin verliehen. Hat schon drei Partien gemacht. Cool. So, Gustavo Ferreira, Extraklasse für die dritte Liga. Ich finde ehrlich gesagt, dass der jetzt schon stärker ist als dritte Liga. Loran. Ural werden wir mal streichen. Den werden wir auch streichen. 3 plus ist schon fast ein bisschen zu wenig. Lautaro Blanco. Das ist mir auch ein bisschen zu teuer, fast für das, was er drauf hat. Da werde ich ihn auch streichen. Da passt dann Preis-Leistung einfach nicht. So, Köln gegen die Hertha im DFB-Pokal-Viertelfinale. Das war noch ausständig. Und die Hertha gewinnt. Das heißt, die Hertha trifft auf die Bayern. Und wir bekommen es ja mit Augsburg zu tun. Wann ist Calafiori verletzt? Wann ist es eigentlich? 21.04. Okay, da haben wir noch Zeit. Nach dem Leipzig-Spiel. Auch anstrengend. So, Hüseyin Basic krank, den schickt man nach Hause. Der wird damit das Spiel gegen die Eintracht verpassen. Calafiori wahrscheinlich auch, wenn wir mal schauen, ob der da noch irgendwie fit genug ist. Jakubowitschs Entwicklung geht nach oben, das ist cool. Den lassen wir jetzt mittrainieren in der ersten Mannschaft. Doyle entwickelt sich generell gut. So. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir gegen die Eintracht spielen. Die Zeit haben wir noch, dass wir die Aufstellung noch machen. Van der Bremt zeigt Fortschritte, Fitnesstests scheinen okay zu sein. Gut, ich würde sagen, Wollemack, lassen wir jetzt wieder reinkommen. Der hat diese gute Connection. Wir werden Fernandinho wieder mitnehmen. Und Jakubowicz vielleicht für Gusteau, wobei das dürfte gehen. Calafiori ist auch fit. Das heißt eigentlich, ja, stellt sie es eh mehr oder weniger von selbst auf. Also können wir, denke ich, so wie es ist, zufrieden sein. Dann sehen wir uns im nächsten Part mit dem Duell eben gegen die Eintracht und gegen den HSV. Also eigentlich zwei sehr schöne Traditionsduelle, die ich wieder für euch habe. Und dann werden wir schauen, dass es hoffentlich da jetzt wieder besser läuft. Vielen Dank, bis bald. Ciao.